Servus zusammen, hier ist nochmal der Sascha Müller von Germania Schwanheim. Spiele im rechten Mittelfeld, schon sehr lange in Schwanheim. Und hier stelle ich euch meine Traumelf vor, die ein bisschen zusammengewürfelt ist aus vielen Freunden, aber auch vielen guten Kickern, mit denen ich selbst zusammengespielt habe. Im Tor grüße ich André Kern von MeinKickTV. Mit ihm spiele ich schon jahrelang zusammen, jetzt leider die letzte Saison nicht mehr. Im Moment befindet er sich bei BSC Kelsterbach. Rechts in der Abwehr habe ich Timo Göttler von Viktoria Kelsterbach. Einer, der die ganze Zeit am Rennen ist. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man nicht zurückkommt, wie ich, auf der rechten Außenbahn. In der Mitte mit dem Baldo Di Gregorio, mein jetziger Trainer, wo ich der Meinung bin, dass man noch richtig viel von ihm lernen kann und ich selten einen so abgewichsten Spieler da hinten drin gesehen habe wie ihn. Auf der anderen Innenverteidigerposition Doğan Köksal, mit dem ich in der Jugend sehr lange zusammengespielt habe, der leider nach zwei Kreuzbandrissen kein Fußball mehr spielt. Aber es hat mit ihm immer riesig Spaß gemacht und ich mich auch persönlich und privat sehr gut mit ihm verstehe. Dann einer aus der legendären Zeit bei Germania Schwanheim, als wir in die Verbandsliga aufgestiegen sind. Reda Eduardani, geiler Typ, der muss einfach mit in meine Traumelf. Auf der 6 André Schiefke, war wie mein großer Bruder, der hat mich direkt aufgenommen, als ich aus der Jugend von Germania Schwanheim rauskam. Ist jetzt auch schon ein alter Sack, spielt leider auch nicht mehr aus Verletzungsgründen. Auf der zweiten Sechserposition Abdelida Bentayate, zurzeit bei FC Eddersheim. Den kann man immer anspielen, egal wo man sich befindet, egal ob 3, 4, 5 Leute um ihn herum sind, da kommt man einfach nicht dran. Links im Mittelfeld auch ein sehr guter Freund von mir, Daniel Niebling, zurzeit bei BSC Kelsterbach. In der Mitte, ich glaube, mit der beste Freistoßschütze bis hin in die, vielleicht sogar in die Bundesliga, da gehört er, glaube ich, dazu. Lukas Göttmann, geiler Linksfuß, zurzeit bei der SG Oberliederbach. Rechts spiele ich, vielleicht nicht, muss ich nicht in die Traumelf, aber alleine, um mit den Leuten zusammenzukicken. Und ganz vorne, meiner Meinung nach, einer der besten Stürmer, die ich je gesehen habe, in der Verbandsliga Mitte, Freddy Eisbrenner, der leider nur im Kopf nicht ganz klar ist, sonst wird er, glaube ich, auch nicht mehr bei Germania Schwanheim oder woanders spielen.